Ja, willkommen auf dem Dach der Nintendo-Welt. Wir befinden uns hier oben im Pressebereich von Nintendo, wo man all die schönen neuen Spiele anspielen kann. Wir wissen ja, Nintendo dieses Jahr keine neue Konsole im Angebot, im Gegensatz zu Microsoft und Sony, aber stattdessen eine ganze Latte neuer Spiele, über die sich insbesondere alteingesessene Nintendo-Fans freuen können. Und wir werden jetzt mal runtergehen und uns die ganze Geschichte ein bisschen aus der Nähe anschauen. So, wir starten mit Mario Kart 8. Schauen wir uns hier direkt live als Demonstration auf der E3 an. Und man sieht schon, wie immer, die Grafik ist blitzsauber, das ist alles glasklar. Da ist relativ wenig Aliasing-Effekte zu sehen. Und Nintendo hat sich bei der eigenen F-Zero-Serie bedient und die Strecken noch abgedrehter gemacht. Das werden wir relativ bald sehen. Das geht jetzt auch an den Wänden hoch und dann kehrt sich mal die Gravitation an. Neues Feature ist auch, dass dann die Gravitation sich bei unseren Reifen aufheben können. Die drehen sich dann seitwärts und dann, das sieht man da vorne, dann stoßen sich die Fahrzeuge gegenseitig ab. Ansonsten natürlich ganz bewährtes Mario Kart Gameplay. Hier sind wir noch wahrscheinlich in einer niedrigen Fahrzeugklasse, da ist es nicht ganz so schnell, aber hinterher ist es dann deutlich flotter unterwegs. Und jetzt sieht man hier, da geht's an die Seitenwand. Und wie bisher natürlich spielbar mit bis zu 4 Spielern lokal, steuerbar mit einer klassischen Analogstick-Steuerung oder auch eben Bewegungssteuerung über das Wii U-Pad oder die Wiimote. Ja, und damit gehen wir eigentlich schon weiter zu Donkey Kong. So, da sind wir bei dem neuen Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Und man sieht schon, das ist diesmal alles auch komplett in 3D gehalten, aber die Kamera bewegt sich schön mit. Das macht das Spiel dann an den Stellen, zum Beispiel, wenn man hier von Fass zu Fass geschossen wird, deutlich dynamischer. Ansonsten, optisch ist es total fantastisch geworden. Wir müssen gleich mal gucken, wenn wieder die ersten Gegner erscheinen. Die Animationen von den Kreaturen sind absolut großartig geworden. Man ist wieder so im Team unterwegs mit Donkey und Diddy Kong, kann man auch zu zweit im Koop-Modus spielen und ansonsten die ganze Karibik-Optik sozusagen alles erhalten geblieben, so wie man das von dem alten Donkey Kong Country auch noch kennt. So, weiter geht's mit Super Mario 3D World. Und man sieht hier auch das in 3D, aber trotzdem ist es ein extrem klassischer Mario-Hüpfer geblieben. Hat natürlich hier die klassischen grünen Hügelwelten. Kann da hochklettern, wie man das aus Mario 64 kennt. Und ganz neu dabei ist der Katzenanzug, mit dem Mario jetzt unterwegs ist. Damit kann man die Wände hochklettern zu einem gewissen Grad. Man kann auch an so Überhängen sich dann entlanghangeln. Ich kann das mal kurz hier vielleicht sehen. Da genau, da klettern wir jetzt hoch. Das geht natürlich nicht unbegrenzt. Irgendwann ist dann Schluss und dann rutscht er da langsam wieder runter. Alles in allem, was wir bisher davon spielen konnten, macht einen ganz hervorragenden Eindruck. Die Kamera funktioniert wie bei den meisten Mario-Spielen absolut grandios. Auch hier die Optik, alles 1A. Also für Mario-Fans ist das sozusagen die Offenbarung, auf die man gewartet hat. Noch ein neuer Titel, Bayonetta 2. Wir erinnern uns, das erste Bayonetta war ein riesiger Kritikerliebling, hat aber sich nicht so gut verkauft. Man dachte erst, es gibt keine Fortsetzung mehr, aber danke Nintendo, auf der Wii U gibt es jetzt eben doch noch den zweiten Teil. Auf der Wii U diesmal für Einsteiger mit einer Touchscreen-Steuerung. Das sieht ein bisschen ulkig aus, wenn man die Leute hier spielen sieht. Es sieht immer aus, als ob denen auf einmal was Wichtiges eingefallen ist und sie dringend noch Notizen machen müssen. Und dann hämmern sie auf diesen Touchscreen ein. Aber der klassische Spieler, wie man so schön sagt, kann natürlich auch weiterhin mit einer ganz normalen Analogstick-Steuerung antreten. Ansonsten ganz klassische Bayonetta-Action, so ein bisschen Devil May Cry, aber alles total over the top. Man sieht schon, wir kämpfen hier auf den Tragflächen eines Kampfjets, ja, während uns so engelsartige Widersacher verfolgen. Wer den ersten Teil mochte für seine abgedrehte Optik und für das hervorragend getimte Gameplay, wird auch diesmal, glaube ich, zufrieden sein. So zumindest der erste Eindruck hier aus den heiligen Hallen von Nintendo. Und zu guter Letzt sind wir noch bei Pikmin 3, ja, dem quasi Echtzeit-Strategiespiel, diesmal hier für die Wii U.
gibt eine ganze Reihe Neuerungen bei dem Pikmin diesmal. Unter anderem ist ein Multiplayer-Modus hinzugekommen. Bis zu zwei Spieler können da kooperativ oder gegeneinander antreten. Wer Pikmin noch nicht kennt, man läuft herum als kleiner Wissenschaftler und sammelt diese niedlichen, quietschenden Viecher dort ein. Das sind die Pikmin. Und jedes Pikmin hat so seine Eigenarten, kann eigene Dinge tun. Neu dabei sind zum Beispiel die Rock-Pikmin, die sehen wir hier gerade in Aktion. Und die sind zum Beispiel so schwer, dass sie diese Kristalle zerstören können. Gibt dann auch zum Beispiel so Glaswände in den Level, bei denen man dann nur mit so einem Rock-Pikmin durchkommt. Sehr schön gelöst ist, dass auf dem Touchscreen des Wii U-Controllers ist die gesamte Karte des Levels jederzeit einsehbar. Und man kann im Singleplayer-Modus dann zum Beispiel auch mit drei Charakteren teilweise gleichzeitig spielen, die man dann jeweils, einen davon kann man direkt steuern. Und die anderen beiden kann man zum Beispiel dann über diesen Touchscreen irgendwo auf die Karte schicken, indem man denen einfach eine Wegstrecke einzeichnet. Und durch die Koordination von diesen drei Figuren im Spiel ist das Ganze dann nochmal ein bisschen komplexer geworden dieses Mal. Das heißt, wer sich bisher für Pikmin begeistern konnte, bekommt diesmal auf jeden Fall eine größere Anforderung geboten. Pikmin ist so ein Spiel, das lässt sich auf einer Messe wie der E3 sehr schwer jetzt ausgiebig anspielen. Deswegen so eine richtig festgefügte Meinung haben wir dazu nicht. Aber es sieht auf jeden Fall schon genauso charmant aus wie die alten Pikmin-Spiele. Ja, damit sind wir durch mit den großen Titeln. Aber auch der 3DS geht natürlich nicht leer aus in diesem Jahr. Hat ein sehr schönes kleines Line-Up bekommen. Allen vorneweg haben wir Zelda Link Between Worlds, die Fortsetzung des legendären Zelda A Link to the Past. Es gibt Yoshi's New Island und Mario & Luigi Dream Team. Also ein sehr, sehr schönes 3DS-Line-Up. Was man vielleicht einwenden könnte zum Nintendo-Line-Up insgesamt, ist, dass so ein bisschen die Titel für den Erwachsenen-Spieler fehlen. Da ist halt kein neues Metroid Prime rausgekommen. Wer auf so eine Art Spiel steht, der ist vielleicht ein bisschen enttäuscht. Aber ansonsten muss man ganz klar sagen, in einer E3, wo die Diskussion sehr deutlich von den neuen Konsolenankündigungen von Sony und Microsoft beherrscht wird, steht Nintendo, was das reine Software-Line-Up angeht, eigentlich ganz, ganz hervorragend da.